Leute, willkommen zurück auf Freight TV. Heute haben wir einen neuen Elva Carrera S am Start. Ich sag mal, wir steigen direkt in den Carporn ein. Fangen wir mal an der Front von dem Fahrzeug an. Wir haben hier schon die neuen LED-Scheinwerfer. Und machen wir mal den Kofferraum auf. Also der Kofferraum ist nicht klein, da passt schon was rein, genug. Und ist eigentlich auch ein Fahrzeug, womit man eine längere Strecke machen kann. Aber kein Familienfahrzeug, sagen wir mal so. So, bereifungstechnisch haben wir vorne 20 Zoll, hinten 21 Zoll. Und zwar mit einer Bereifung von 245, 35, 20 vorne. Und hinten haben wir 305, 30, 21. Ist ein wuchtiges Rad, sieht heftig aus im Radkasten. Vorne haben wir eine 6-Kolben-Bremsanlage und hinten haben wir eine 4-Kolben-Bremsanlage. Im Heckbereich, wir haben schon das neue Heck, die durchgehende Rückleuchte, das erste, was auffällt. Und dann die dritte Bremsleuchte, die ist hier oben. Sieht auch sehr schön aus. Den Heckspoiler kann man separat rausfahren bei Bedarf oder der geht bei einer Geschwindigkeit von 140 km/h automatisch hoch. Kommen wir mal zu dem Wichtigsten, und zwar der Motor. Viel sieht man nicht. Das Fahrzeug hat 450 PS und 510 Newtonmeter. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 309 km/h und das Fahrzeug beschleunigt von 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Die Aufnahmen zeigen wir euch nachher. Was ich auch extrem feier an dem Auto ist, das große Panoramadach steht dem Auto sehr, sehr gut. Innen haben wir schon das Voll-LED-Cockpit. Und was ich feier ist, dass wir die Drehzahlanzeige noch analog haben. Kommt sehr sportlich rüber, feier ich extrem. Ja, das ist das neue Porsche-Design, so sehen die von innen aus. Wir haben hier schon das 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Innen haben wir die Vollleder-Sportsitze mit den weißen Nähten. Geht dem Auto sehr gut. In den Türen ist das zum Beispiel auch wiederfindbar. Porsche-typisch halt, Schlüssel auf der linken Seite. Wir haben hier noch die Bose Soundanlage. Wir haben hier noch das Infotainment. Das kann man einmal separat wählen per Knöpfe oder auch per Touch. Ihr wollt bestimmt eine kleine Kostprobe vom Sound hören. Ich würde sagen, ich starte mal das Fahrzeug. Marco geht nach hinten und dann gehen wir mal ein bisschen Attacke. Schalt jetzt mal um auf Sport Plus, weil das war jetzt erst der Normalbetrieb. Ich nenne euch hier noch ein paar Eckdaten zum Fahrzeug. Der Porsche 911 Carrera 4S Coupé hat einen Kaufpreis von 131.461 Euro. Der Benzinverbrauch liegt bei 9,7 Liter kombiniert auf 100 Kilometer. In der Stadt verbraucht das Fahrzeug 13 Liter und auf der Autobahn 7,8 Liter. Wir haben eine Motorleistung von 450 PS bei 6500 Umdrehungen pro Minute. Wir haben hier einen 3 Liter 6-Zylinder Motor. Das Fahrzeuggewicht beträgt 1640 Kilogramm. Kommen wir zu den Wartungskosten. Der kleine Service für den Carrera liegt bei ca. 1000 Euro, also alle 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre. Der große Service, der nach 4 Jahren oder 60.000 Kilometer fällig ist, verschlingt knapp 2000 Euro. Machen wir eine kleine Fahraufnahme. Ich fahre im Normalbetrieb los. Das Fahrzeug lässt sich sehr schön fahren, auch mit der Bereifung. Die Dämpfer sind etwas weicher, der Auspuff ist nicht so laut, Flügel ist eingeklappt. Das ist halt, wenn man unauffällig unterwegs sein möchte, macht doch ziemlich Spaß zu fahren. So, wir sind gerade im Normalbetrieb, ich schalte um auf Sport, hier am Lenkrad. Und dann kann ich nochmal auf Sport Plus. Der Auspuff wird jetzt lauter, die Dämpfer sind jetzt härter. Wir sind praktisch auf voller Attacke und ich würde mal sagen, Marco, du filmst das Tacho und ich gebe mal Gas. Heftig. Wirklich heftig. Das hört ihr gar nicht mehr auf. Ja, der rennt echt wie bekloppt, Alter. Und davon gibt es nochmal ein GT3 RS, ne? Yeah.
Jo, Leute, ich habe die Abmoderation vergessen. Sorry. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Seid gespannt auf die nächsten Videos. Und macht's gut. Haut rein. Peace.